Hallo alle zusammen, es freut mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute wird es ganz weihnachtlich noch nicht, aber so Nikolausmäßig. Ich habe Kekse gebacken, leckere Schokoladenkekse, die gesund sind, die dich nicht dick machen. Und es sind nur gesunde Zutaten drin, natürliche Zutaten, gesunde Zutaten. Wenn du wissen möchtest, wie ich das gemacht habe, dann bleib dran und schau zu. Wir backen Plätzchen und draußen ist es am Schneien. Wie schön! Es passt dir alles so schön. Ui. Die Vögelchen zwitschern. Kalt ist es. Ui. Das ist schön hier mit dem Kamera. Kekse sind fertig. So sehen sie aus. So, die Kekse sind fertig. Sie sind natürlich jetzt nicht so schön. Ich habe mich jetzt so beeilt. Ihr könnt sie natürlich viel schöner machen. Man kann sie in einen Spritzbeutel füllen und mit dem Spritzbeutel so schöne Formen machen. Oder ihr geht einfach... Das ist ein bisschen laut, aber ist nicht so schlimm, oder? Oder ihr geht einfach mit, wie heißen die, diese Plätzchenförmchen, Tannenbaum, Mond, was auch immer, da drüber und versucht mal so Förmchen zu machen. Dann sieht es vielleicht ein bisschen besser aus. Ich probiere mal. Die sind weich. Plätzchen sind ja eigentlich werden sehr hart mit der Zeit. Die sind jetzt weich. Schmecken lecker. Schmecken nach Kokos. Ich liebe Kekse. Ich liebe Kekse. Alle Arten von Keksen. Jetzt muss ich mich beherrschen, nicht die ganze Packung wegzufressen. Versucht. Wenn ihr die Kekse gebacken habt, dass ihr vorher Mittag oder Abend isst und danach isst ihr ein paar Kekse. Versucht die Kekse nicht auf leerem Magen zu essen oder wenn ihr Hunger habt, sonst isst ihr die ganzen Kekse weg. Versucht vorher Mittag zu essen, viel zu trinken. Ja, gell? So ist es. Willst du einen Keks haben? Mama. Ich will einen Keks haben, der Kleine. Das habe ich nicht gemerkt. Hier, da hast du den. Versucht einfach vorher was zu essen. Mittagessen, was Gesundes. Oder Abendessen. Ihr könnt sie ja auch abends essen. Das ist auch nicht so schlimm. Ihr solltet nur darauf achten, dass ihr nicht zu viel davon isst. Auch wenn das jetzt ein Stück macht. Denkt nicht, das ist gesund. Wenn ich davon so viel esse, werde ich schlank. Davon wirst du nicht schlank, wenn du zu viel isst. Versucht 3, 4, höchstens 5 Stück zu essen. Das reicht. Keksdose verstecken. Irgendwo ganz hinten. Und morgen kannst du auch noch mal ein paar essen. Und ja, jetzt habt ihr eine Alternative zu den Mehl- und Zuckerplätzchen. Es werden noch Rezepte folgen mit Plätzchen und Kuchen, weil ihr die angefragt habt. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch. Würde ich mich wirklich sehr freuen. Und für jedes Daumen hoch kommt nochmal ein Plätzchenrezept und ein Kuchenrezept. Okay? Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.